hinter mir. Endlich wieder daheim. Die Berge, die sind mein Zuhause. Dort ist es wirklich wunderschön. Mein Schatz, die Berge musst du sehen. Es kann für uns nichts Schöneres geben. Der Himmel ist so klar und blau. Das macht für uns der Sonnenschein. Wir wollen richtig fröhlich sein. Bei uns daheim. Auf geht's. Jetzt nochmal unsere Kollegen ansagen. Und zwar eine neue Band aus Deutschland, aus eurer Nähe hier. Sie nennen sich die Schürzis. Und sie machen Musik, und zwar alte und auch neue Lieder von den Schürzenjägern. Hallo, ich bin der Markus von den Schürzis, ich spiele Akkordeon und bin der Sänger der Band. Und das Wort, das du mir sagtest, weiß ich ganz genau. Servus, ich bin der Tobias und spiele Bass und akustische Gitarre bei den Schürzis. Hallo, ich bin der Fabian und spiele Schlagzeug bei den Schürzis. Haben wir unseren Flori dabei, der spielt die steirische Knopfharmonika. Wieder, ich versteh dich nicht. Der Michi bedient das Keyboard. In dein Zimmer ein. Das zweite Set, und dann der Rest noch dazu kommt, wenn das alles ein bisschen logischer wird, haben wir den Nico Hallstein an der E-Gitarre noch dabei. Saxophon, unseren Louis Jäger. Ob in München oder Hamburg, in Zürich oder Wien. Christian Felge, den Carsten Knecke Grunwald und den Ludwig Götz, Saxophon, Trompete und Posaune. Wir haben uns zufälligerweise 2007 auf dem Weihnachtsmarkt getroffen und kannten uns flüchtig schon vorher von einigen Bands, wo jeder von uns bereits jahrelang aktiv war, und haben dann nachts festgestellt, dass wir alle drei Fans der Schürzenjäger sind und auch die Zeit der Schürzenjäger zwischen 1990 und 2000 in dem Zeitrahmen erlebt haben, wussten darum, dass die Schürzenjäger im Sommer 2007 ihr letztes Konzert gaben und diese Band dann sich auflöste. Ja, es gibt immer noch viele, viele Fans, die immer noch diese Musik lieben. Und so kam es dazu, dass wir uns dann in einigen Proben zusammengetan haben und beschlossen haben, die Schürzis zu gründen. Da Horn ist da Horn, es gibt's nur einmal auf der Welt. Solange sich unsere Erde dreht, gibt's nix, was so viel zählt. Da Horn ist da Horn und dafür. Unsere Show besteht aus zwei Programmteilen. Der erste Teil ist der volkstümliche Programmteil, den die Schürzenjäger zu Anfangszeiten und bis Mitte der 90er ausschließlich gespielt haben. Der findet in der Originaltracht statt, die auch wir während unseres ersten Programmteils anhaben. Wir beginnen den Heid auf Nacht, wir beginnen den Heid auf Nacht. Heid ist der Hegel, do, der Hegel, do, der Hegel, do. Im
zweiten Programmteil geht es dann etwas rockiger zu, wo wir auch dann noch Gastmusiker, und da sind wir sehr stolz drauf, die Originalgastmusiker der Schürzenjäger, die diese damals bei der Tour begleitet haben, mit dabei haben. Christian Felge, den Carsten Knecke Grunwald und den Ludwig Götz, Saxophon, Trompete und Posaune. Unser Musik war nur Lärm. Doch gegen das Super macht das Vorurteilen kam massive göttlicher Wehr. Und unsere ehemalige Gruppe von den Schürzenjäger, wo ich 18 Jahre dabei war, Christian, soweit ich mich entsinnen kann, 11 Jahre. Schon eine lange Zeit, war eine wunderschöne Zeit, wir möchten nicht missen. Es ist eigentlich fast ein bisschen schade, dass es diese Band nicht gibt. Aber für alle, die diese Musik lieben und nach wie vor hören möchten, es gibt Hoffnung in Sicht. Es gibt eine neue Band, die vorne liegt auf dem Tisch, die Schürzis. Dankeschön. Wenn auch Sie der Meinung sind, die Schürzenjägerzeit muss weiterleben, dann sind wir für Ihre Veranstaltung genau die richtige Band. Dankeschön. Links neben mir ist der Christian Felge, der spielt Saxophon. Daneben kommt dann der Carsten Knecke Kronwald. Und ganz links außen von unten gesehen ist dann der Ludwig Götz. Und mit dem Bläsersatz hat man natürlich schon enormen Druck auch. Gerade... Das können wir als Outtakes einfach machen. Enormen Druck. Mit dem Bläser hat man einen enormen Druck.